Jo Freunde der Grünchen-Intros, ich grüße euch zu einem Reaction-Video. Seit 2 Tagen wird mir dieses Video vorgeschlagen, Best of Cringe-Intros United Future 1. Und ich als Ex-Teilnehmer des United-Turniers habe mir gedacht, ich schaue mir das Ganze mit euch an. Aber jetzt schon meine Favoriten der Intros. Zum einen die FGU-Jungs, das ist richtig, richtig geil. Die Teasy-Jungs, das fühle ich auch mega, dieses Sitcom-mäßige. Und aber auch die Intros von Ele mit Richarlison, die habe ich auch sehr gefühlt. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, welche Intros habt ihr am besten gefunden, also von welchen YouTuber. Und wer ist für euch der Turnierfavorit? Also mein Geheimtipp ist Tabako, aber die absoluten Favoriten sind für mich Pain und Eli. Checkt gerne den Kanal United Plus aus. Daumen ist schon nach oben gegeben. Link ist auch in der Videobeschreibung. Let's go! Das folgende Video übertrifft jegliche Art von Cringe. Ja, das fand ich mit am geilsten sogar, dieses Intro. Leute, ich muss jetzt schon kurz aufhören. Ich feiere das so sehr. Grüße gehen raus an die Teasy Jungs. Das ist denen sehr, sehr gut gelungen. Schwab Schubert. Einfach mal die Klamotten von der Freundin ausgeliehen. Das ist so geil. Und Teasy Schubert. Ja, das ist sehr gut gelungen. Das habe ich übelst gefühlt. Du musst heute im Celtic-Trikot. Von wem ist das? Ah, Benji. Baba Musik, Bro. Das habe ich nicht gesehen. Hört der das wirklich privat? Und der soll gut in FIFA sein? Da muss ich lachen. Okay, nächste Frage. Wer hat den größeren? Ben zu dem Team. Das glaube ich dir nicht, zeig her. Hey, yo, was geht ab, Freunde? Ja, das ist ja auch geil gewesen. Ne? Und herzlich willkommen zu United Future Folge 3. Bei Pain habe ich immer gefeiert, dass er die Jubel nachgemacht hat, wenn er ein Tor geschossen hat mit seinem Starspieler. Hoffnungslos überforderte Eltern, verwahrloste und misshandelte Kinder. Härtefälle für das Jugendamt. Was sind das für Tröpfchen? Zur Familie gehen und sagen, das Kind kann jetzt mal nicht bleiben. Das ist zu gefährlich. Dafür haben wir dich eingekauft. Meine Fresse! Das Intro habe ich auch nicht gesehen. Allein im letzten Jahr mussten die Jugendämter. Doch, das war eines der Folge 1 oder 2. Ob ein Kind in Gefahr ist. Digga, Hilfe! Helf mir! Wir sehen Kinder in so schrecklichen Herkunftssituationen, in so schrecklichen Gewaltsituationen. Oh, ey! Wie viele Controller hat Broski schon kaputt gemacht, seitdem er in seinem Haus wohnt? Alleine in dieser in diesem Intro sind das 2. Wild, hau! Was? Das habe ich nicht gesehen, Leute. Ich bin schlecht im FIFA 21. Gib mir dann Like, damit ich das Community Upgrade bekomme und eine Chance zu haben. Danke. Von Steini habe ich leider fast keine Folgen gesehen. Die letzten 2 habe ich gesehen. Jo, Jochen, was ist immer? Ja, ich hatte dich angerufen, aber heute kommen noch unsere 2 neuen Spieler, die wir transferiert haben. Genau. Ja, hör mal, pass auf, der Eddie, den kennst du ja, ne? Der landet in Dortmund, habe ich gesagt, ne? Ich habe das da so manövriert, dass er da über Dortmund da fliegt. Und dann kannst du da den Westfalenpark, da kannst du da vorbeifahren. Und dann holst du den Rhein hier auch noch ab vom Training. Der ist jetzt unser Mann. Kannst du den Aki auch sagen, da, ich leih mir den mal aus für ein paar Wochen. Ne? Der weiß Bescheid. Ja, ja, der steht bei mir auch sowieso noch in der Kreide. So, ich das nicht mal? Ich kann das nicht machen, ich kann ihn nicht abholen. Aber ich habe hier gleich in einer halben Stunde wie einen fetten Werbedeal hier. Ja, das ist was ganz Großes, ne? Seriös auch, so einen fetten Werbedeal. Das ist, da wird so ein Promo-Video gemacht auch.
Ja, da wurde gesagt auch, wenn du das da packst, ne, dann bist du schon so quasi mit einem Bein Filmstar. Deswegen, ich muss da schauen, du weißt ja selber, ne? Das kann von heute auf gleich keiner zu Ende sein, ne? Ja, Jochen, das weißt du ja. Ne? Hey, also holst du die beiden ab, ich komme dann danach zum Spiel. Ne? Wir haben ja in 3 Stunden oder was ist Anstoß vom ersten Spiel, da bin ich da. Zeigst ja den Jungs mal das Team und alles, ne? Weiß Bescheid. Ich muss jetzt auf jeden Fall los und dann hören wir uns. Ja, alles klar. Bis später, Jochen. Top. Okay, weil jetzt habe ich keinen Plan, aber schauen wir mal. Geiler Zornsteine. Ist gut, oder? 3000 Likes auf das Video und ich streame mit diesem Outfit. Wer kennt es nicht? Du bist ein Typ, wie No Hand Gaming ihn geschaffen hat. Deine Muskeln strahlen in der Sonne. Aber auch du hast ein Problem. Übermäßiger Haarwuchs an sämtlichen Körperstellen. So, immer passt oder wie sieht aus? Ja? War gut oder? Ist das ein Superheld, Leute, dieses Outfit? Ich kenne keine Figur mit diesen Outfits. Ja. Sitzt, passt, hat Luft. Hat Spaß gemacht auch, ja. Wenn ihr nochmal sowas habt, dann könnt ihr mich anrufen dann. Ja. Ne, ich muss jetzt auch los. Ich habe jetzt noch was zu tun. Dann. Ja. Also. Genau. Also bis dann, ne? Da fehlt mir leider der Bezug zu dem Intro. Ich weiß nicht. Das ist Tabak, oder? Das habe ich auch nicht gesehen. Du hast es geschafft, Tone, die Leute reden wieder von dir. Doch, ich hab's gesehen. Nachdem sie dachten, du wärst weg von United, auf und davon und krepiert. Shit, das ist zu emotional. Ich bin ganz ruhig, rational. Ich gehe back zum Anfang, komm, ich sag's dir noch einmal. Stopp, wir müssen das unterbinden. Nein, hört's auf. Sie sind gefeuert. Erinner dich, Bosso, ich lud dich ein zu einer Jam. Benji ist größtmöglicher Fan, mein persönlicher Stan. Du warst nicht Easy Schubig, Eli, sexy Kanacke, nichts. Smexy, der ostdeutsche Schuhverkäufer, aus Chemnitz, egal. Viel tiefer, ich nahm dich mit nach Berlin. Und Broski, dir gab ich die richtigen Beats. Plötzlich wart ihr alle richtige YouTuber mit richtiger IP. Ach du Scheiße, ja. Aber ich fand es immer geil bei Tabaco, dass es sein Vater so angebaut hat. Ich ruf noch Broski an, ob ich im Turnier bleiben darf. Jo, grüß dich, Broski. Ja. Bleib ich im Turnier? I doubt it. Das habe ich gesehen, ja. Geil. Alles hat angefangen mit seiner Totzkarte in FIFA 20. Ja, die Eli, ich weiß nicht, ich mag so diese epischen Sachen. Und das Geile ist, dass sie so eine Vorgeschichte haben. Der Richie und Eli. Richarlison ist so gut, Chat. Richarlison ist ein Ehrenmann. Es war so gut, dass Ele mit ihm zusammen 30-0 geholt hat. Anfangs wollten Ele und ihn nur testen, aber sie verstanden sich immer besser. Richarlison, Freunde, ohne zu übertreiben jetzt, mit der beste Spieler, den ich in diesem Spiel... Den habe ich auch gezogen und ich habe den auch extrem gefeiert. Er ist so krass gewesen, Freunde. Er hat bei mir 10er gespielt, 30 Spiele, 43 Tore, 15 Vorlagen als 10er im 4-2-3-1. Der war so beweglich, der hat so Bock gemacht zu spielen. Also wirklich richtig gut. Ja, langsam wurde es ernst zwischen den beiden. Nein! So emotional. Heute ist der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Also. Richarlison hat mir geantwortet auf Instagram. Richarlison hat mir auf Instagram geantwortet. You are the reason why I stand up every morning to play FIFA 20. Not all. Heroes wear capes. Ein paar Tage und viele Flirts später passierte das. Richarlison, folgt mir, der Ehrenmann. Alleine die Musik im Hintergrund und diese Geschichte. Ich schwöre, ich fühle das so sehr. So much, We are friends. He look, he hat's gesehen. Like, yes, he fand's funny. Alles spätestens jetzt war klar, dass mehr als nur eine normale Freundschaft ist. Immer wenn ich früher, also wo ich noch in der Jugend war, da haben wir Geld bekommen. Richarlison, ich hab ihn. I trust in you. Er hat mir geschrieben, very good, bro. Ich schwöre, er hat mir geschrieben. Ich liebe ihn über alles. Er hat mich in seiner Story markiert. Ich liebe ihn über alles. So süß. Und als Richard dann den nächsten Schritt gewagt hat.
Also ich sehe erstmal, ich dachte, wuselig. Also er postet ein Bild mit seiner Wade drauf und er schreibt wuselig und dann hat er mich markiert. Das ist auch so krass, wie weit das geht. Bis Brasilien, brasilianische Medien, Zeitschriften haben darüber berichtet, über das Wort wuselig. Das ist so wild gewesen. Wuselig und mich markiert. Und Digga, ich dachte erstmal so, was geht denn hier ab, ne? War klar, dass es die beiden füreinander bestimmt sind. Oh, so sweet. Traumpaar, Leute. Oh. Ja, geil gemacht. Sie sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Sie haben gemeinsam so viele Sachen erlebt. Richarlison wird Elis Starspieler bei United sein. Gigi, die beiden sind ein unzertrennliches Team. Na, fühle ich. Geiles Intro. Die United-Folge online stellen. Ah. Ja? Ja, möchtest du dazukommen? Ja, dann komm doch einfach. Also, du bist ja auch immer blöd, ne? Hä? Warum? Was willst du von mir? Ja, wie warum? Hast du mal deine Kommentare hier durchgelesen von dem Video gerade? Ich habe gerade erst hochgeladen. Wie soll ich schon die Kommentare gelesen haben? Was soll da stehen? Erste Folge, erster Gegner, hatte ich nur der Kimi Wicks bemerkt, das ist einfach nichts. Der erste hatte keine Hunde. Du wirst jetzt disqualifiziert, sag ich dir ehrlich. Was? Junge, was für das. Übertreib doch nicht. Was nee, also ich finde, du musst eine gerechte Strafe bekommen. Also da bin ich ganz klar dafür, oder hey. Nicht? Wir werden abonnieren, wenn da eine gerechte Strafe ist. Junge, nerv mal nicht. Red mir nicht dazwischen. Lass mich erstmal was dazu sagen. Was mach 20.000 Likes von deinem. Stopp. Sonst kriegt ihr gleich einen auf die Schnauze. Das sind die geilsten Intros von FKU, von den Boys. So geil. Jedenfalls, da tau ich mir so viel Mühe. Alla, ciao! Mühe aber mit dem ganzen Zeug und dann kommt die scheiß Kälte nochmal hin und das ganze Zeug ist mal gerade wieder verreckt, gell? Also. Das ist furchtbar, die Kälte, Corona, Morona und hör mir auf mit dem ganzen Schissdreck, du. Warte, ciao! Du meinst, der ciao, dieser Tempo-Trippler, der Skiller, der. Ballkünstler da aus Portugal. Und ich finde, diese Lache im Hintergrund, das gibt noch eine zusätzliche Würze. Das animiert einen selbst schon. Das manipuliert einen quasi, dass man da wirklich mitlacht. Also ich fand's wirklich sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil gemacht. Das ist auf der richtige Spur. Dieser, weißt du, dieser Jungspund da aus... Alla ciao. Weiß nicht, da Spanien, weißt du, Malediven. Oder, ja, oder Balearen ja. Waren es, glaube ich, wo der da in der Nähe kickt. Ich würde sagen, den sollte man mal vielleicht kontaktieren. Das ist halt die Frage. Zu einem weiteren Spielerinterview heute mit Sevon and Only Milfucker Fonsi. Das ist Bossio. Das habe ich hallo auch gesehen. Alfonso, willkommen zu deinem ersten Interview in Worms. Wie gefällt es dir hier so? Ein wunderschönes Stadt. Ich mag es hier sehr. Wie findest du dein United-Team? Hast du dich schon gut eingelebt mit den Spielern? Ich mag die ganze Team. Die Frauen hier müssen ja durchdrehen, wenn sie dich sehen. Wie gehst du damit um? Mir geht's gut hier. Wie läuft es mit der Sprache für dich? Sein Lächeln ist so süß! Hast no du homo. Dich schon an deutsche Schmuddelfilme rangetastet? Ich schaue einen Film mit Subtitles. Wie lange hat es beim ersten Mal gedauert? Es ist hart. Ich gebe meine Beste. Ja, sehr gut. Du hast mittlerweile in Worms schon einen neuen besten Freund gefunden, der einzig wahre Basio. Was hältst du von ihm als Fußballer und Trainer? War immer korrekt zu mir. Sehr Qualität, wo er spielt. Top-Class-Spiele, Top 5 die Welt. Was ist denn der Unterschied zwischen Deutschland und Kanada? Das hat er auch geil gemacht. Du warst sicherlich schon ein paar Mal in der Casa Bossini. Hast du Benjis Rüssel gesehen, von dem alle immer reden? Ich war schockiert. Sag auch. Ja. 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 Sehr schwer. Hast du noch abschließende Worte für deinen Coach? Wala Engels Stimme. Voila, Engelstimme. Das habe ich auch mitbekommen. Das ist eine von Chris, die Male Intros.
spät nachts komm ich nach Hause und hab leicht einen getankt. Punkt 12 lieg ich im Bett, genauso wie es die Frau verlangt. Beim Frühstück. Ist das jetzt der Originaltext oder ist der umgeschrieben, Chat? Sag ich bitte, Schatz, das bring mir mal das Salz. Die Antwort erklär du mir erst den Knutschfleck da am Hals. Das ist doch der Originaltext, oder, Chat? Mich hat ein Engel geküsst, der mir erschienen. Da hab ich jetzt Bock zum Saufen, ich sag's für sie's. Ich hab's zu spät gesehen und konnte mich nicht wehren. Mich hat ein Engel geküsst. Auch wenn's kaum vorstellbar ist, hat er das gut gemacht. Ich konnte mich nicht beschweren. Ganz ehrlich, Leute, aufgrund auch noch von Corona, wenn man so Musik dieser Art hört, Schlager, hat man gleich Bock zu saufen und Party zu machen. Hoffentlich ist bald die Welt wieder normal. Bitte, lieber Gott. Ein weißer Strand, rein in den Flieger. Okay, das sind Originaltexte. Endlich wieder. Warum jetzt? Warum heute? Hier sind einfach geile Leute. Wir stehen am Meer, hinter uns die Wellen. Ich muss saufen. Seit die Stunden am Zählen. Es ist perfekt so, das ist mein Leben. Es kann für mich nichts Besseres geben. Scheiß auf den Job. Scheiß auf das Geld. Egal was ihr sagt. Egal was ihr denkt. Ich möchte nur eins. Ich möchte mein Glück, alles egal, ich will United zurück. Scheiß auf den Job, scheiß auf das Geld. Egal was ihr sagt, egal was ihr denkt. Ich möchte nur eins, ich möchte mein Glück, alles egal, ich will United zurück. Ich will United zurück, ich will United zurück, ich will United zurück, ich will United zurück. Are you ready? Johnny Depp, 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 Johnny Depp, Depp, Johnny, Johnny Depp, Depp, Johnny Depp, Depp, Johnny, Johnny Depp, 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 Johnny Depp, Depp, geiler Typ. Johnny, Johnny Depp, Depp. Und kurz mal außerhalb von Intro, ich schwöre, ich freue mich für Chris so krass, Leute. Ich kenne ihn ja schon jetzt mehrere Jahre und ich habe alles verfolgt, ich habe seinen Weg verfolgt und ich freue mich so sehr, dass er endlich da steht, wo er hingehört. Ganz weit nach oben, das Community Upgrade hat es ja auch gezeigt, er ist dritter Platz geworden. Ich gönne es dir von Herzen, Chris. Hallo. Nee, sorry, aber Real Talk, DJ Smaxi ist schon geil, gar keine Frage, aber hast du das gesehen, was beim Edi Geller Cup abgegangen ist? Alter, ich hab Malle zelebriert, ich glaube, ich wäre der neue Malle-Star. Also Real Talk, ich schreibe mindestens 45 Hits und dann trete ich in Malle auf und dann läuft das Ding. Das wird aber echt, ich schwöre, er ist echt so einer. Ich bin völlig heiß. Mach sowas. Also, die Jungs, die lieben das. Die Zuschauer sind eskaliert, da musste man ein, zwei Shots trinken, das sind die Männer heiß. Das sehe ich ja. Mich. Da geht's denn nur ums Gewinnen, nee, da geht's um Entertainment, das kann ich. Hast nicht gehört, meine Traumstimme? Verstehe ich jetzt nicht, was du jetzt da meinst. Nee, DJ Smaxi vielleicht nebenbei, aber ich glaube, Mannestar wäre ich. Ich wäre definitiv Mannestar. Ich sag's euch so, wie es ist. Das wird so gut zu ihm passen. Real Talk, wenn hier 10.000 Daumen nach oben drauf kommen, wäre ich irgendwann den Malle-Track droppen. 100%. Wenn hier auf diese United-Folge 10.000 Likes kommen, werde ich den Malle-Drop, den Malle-Song irgendwann droppen. Das hat er doch bestimmt erreicht, oder, Chat? So sieht's aus. Ich bin der neue Malle-Star. Und los! Ja, sehr, sehr geile Intros, muss man schon sagen, Leute. Aber ich bin immer noch dafür, die DC-Jungs, FGU und Eli. Das sind so von allem die Top 3, also was das Gesamtpaket der Intros angeht. Zu meiner damaligen Zeit, ich weiß noch, als ich bei United war, mir hat leider die Zeit gefehlt für sowas, weil ich arbeite, habe damals und heute auch Vollzeit gearbeitet, aber finde ich geil, was die Jungs aus dem Ganzen machen. Sie haben auch gerade ein neues Video hochgeladen, United Future Mummel Oracle wild. Okay, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne eure Lieblingsintro in die Kommentare. Ciao Bella, bis morgen!